Wir haben eine Verabredung mit einem Mann, der mit dem, was er macht, fast einzigartig auf der Welt ist. Es ist der Sebastian und der ist Autoforensiker. Hallo! Hallo, Tobi, grüß dich. Grüß dich. Hallo. Servus. Hallo. Entschuldigung, ich sollte bei dir sein mit meiner Aufmerksamkeit, aber da steht was. Ja. Was Schönes. Das ist ein Shelby Cobra. Ein Shelby Cobra. Genau. Wir wissen tatsächlich allerdings noch nicht genau, ob es wirklich einer ist. Ach so, okay. Und das ist die heutige Aufgabe, deswegen bin ich heute mit dem Auto hier. Ich muss mir heute angucken, ob das Auto tatsächlich echt ist oder ob das Auto eine Fälschung ist. Wenn er echt wäre, ja, dann ist er wahrscheinlich deutlich teurer, als wenn er es nicht wäre, ne? Unbedingt. Das ist genauso wie in der Kunstwelt. Rembrandt oder nicht? Rembrandt oder nicht. Ja, okay. Genau die gleiche Problematik haben wir tatsächlich bei klassischen Autos auch. Und alte Autos sind mitunter, gerade wenn sie Renngeschichte haben, sehr, sehr teuer. Aber die Frage ist eben, ist es echt oder ist es nicht echt? Wenn er echt wäre, was wäre er dann wert? Ungefähr? Na, wir sprechen schon so über 1,2, 1,3 Millionen Euro. Millionen? Ja. Wie krass. Ja. Okay, und wenn du jetzt den Rembrandt jetzt mal abklopfst, wie machst du das, um rauszukriegen, ob er echt ist? Wir gucken erstmal, ist die Identität die richtige? Ne? Ja. Das ist also wie bei der Unterschrift des Künstlers, schauen wir uns die Fahrgestellnummer an. Das habe ich schon mal gemacht und hier habe ich einen Scan von der Fahrgestellnummer und da kann ich gucken, ob diese Fahrgestellnummer in irgendeiner Form verändert wurde. Wir sehen, dass da zum Beispiel keine groben Irritationen drin sind, da sind keine Veränderungen. Du siehst das, wir nicht. Oder ja, okay. Ich sehe zum Beispiel auch keine anderen Ziffern, die da drunter liegen. Ja, ja. Das ist ein sogenannter magneto-optischer Scan, das heißt, der dringt sehr tief ins Material ein. Wenn wir also irgendeine Veränderung hätten, dann würden wir das jetzt sehen. Das ist wie bei der CSI Oldtimer, wie geil ist das denn? Ja, so ein bisschen wie ein Röntgenbild eigentlich. Ja, okay, also, okay. Das heißt, da sind wir schon mal safe. Das zweite bei so einem Kunstwerk ist natürlich auch zu gucken, stammt das wirklich aus der Zeit? Ja. Und das kriegen wir jetzt wie raus? Indem wir eine Materialanalyse machen. Machen wir. Okay. Gut, alles klar. Ich bin dabei. Also ich habe dafür eine Maschine. Das ist ein sogenanntes Funkenspektrometer. Und mit diesem Funkenspektrometer kann man Material analysieren. Ist das im Prinzip so eine Art wie die DNA des Autos? Sozusagen. Ja, genau. Okay. Genau, ja. Alles klar. Achtung, Auto kommt hoch. Was eine Schönheit aber, oder? Ja. Also egal, ob er echt ist oder nicht, schön ist er. So, nehme ich mal die Maschine und jetzt machen wir hier mal eine Analyse und gucken, was sie uns spricht. Sekunde. So, wunderbar. Das heißt, der hat sich da jetzt ein paar Bröckchen genommen und guckt, was drin ist. Genau, wir haben sozusagen jetzt ein Stück von der Oberfläche hier verdampft. Ja. Interessant für uns sind zum Beispiel Anteile an Aluminium. Sehr interessant für uns, ja. Da sehen Warum? Wir also, Aluminium ist ein maßgeblicher Bestandteil, der ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Stahlherstellung verwendet wurde. Vorher aber so praktisch keine Verwendung fand. Okay. Das heißt, da kann man grob datieren, liegt das vor einem bestimmten Zeitraum oder nach einem bestimmten Zeitraum. Also wenn zu viel Aluminium drin wäre, könnte man sagen, der kann unmöglich früher sein, weil da haben wir... Genau. Okay, In dem Fall haben wir gar kein Aluminium drin. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine sehr gute Nachricht. Okay. Das ist eine sehr gute Nachricht. Wir haben zum Beispiel Anteile an Arsen, das weiß jedes Kind. Arsen ist giftig. Moderne Ställe heute haben einen sehr geringen Arsenanteil. Ja. Also insofern gibt es also verschiedene Elemente, die uns in eine bestimmte Epoche deuten. Gut, also die Analyse ist für mich relativ eindeutig. Es ist kein modernes Material, wie wir es heute hätten. Ich vermute, dass das Material so in den 60er Jahren hergestellt wurde. Was natürlich gut zum Baujahr des Fahrzeuges passt. Also du bist Historiker, du bist Kunstsachverständiger und du bist Chemiker schon mal, richtig? Ein bisschen. Ja, krass. Ja, geil. Ein bisschen. Ja. Also wir wissen jetzt, mit der Fahrgestellnummer sieht es gut aus. Mhm. Wir wissen, die Spektralanalyse sieht auch sehr gut aus. Was gibt es spürnasenmäßig noch, was man machen kann? Was ich jetzt noch machen würde, ist, mir den Vorderwagen unter Röntgenaspekten anzuschauen. Also Röntgen? Genau, wir röntgen den Rahmen vorne jetzt. Sebastian ist auch Arzt. Das ist der Pulsgenerator. Den müssen wir jetzt so positionieren, dass wir ungefähr unterhalb der Fahrgestellnummer hinkommen. Ja. Das heißt, der wird jetzt nach oben wegstrahlen und wird diesen Teil des Rahmens komplett durchleuchten. Und auf der anderen Seite muss man, wie beim Arzt auch, müssen wir den sogenannten Röntgendetektor anbringen. Den legen wir oben aufs Auto drauf und der nimmt das eigentliche Bild auf. Den positionieren wir jetzt hier oben. Die Stunde der Wahrheit. Jetzt geht's los. Wenn ich jetzt hier auf X-Ray drücke, dann wird ein Bild erzeugt. Ja.
So, jetzt haben wir unser Röntgenbild erzeugt. Typischerweise kann man diese Schweißnaht hier deutlich sehen. Ja. Die muss da auch sein. Das ist nämlich die, die den Querträger, an den Querträger angeschlossen ist. Wo wir keine Schweißnaht sehen wollen, ist beispielsweise dieser Bereich hier. Da ist keine Schweißnaht. Das heißt, auch dieser Teil ist original belassen. Er ist nicht verändert worden. Und auch das ist wiederum ein weiteres gutes Zeichen für das Auto. Sebastian, nach all dem, was wir jetzt da untersucht haben, was sagst du? Ist er echt? Ja. Ja? Ja. Okay, krass. Also ich hab keine Zweifel, dass das Auto unberechtigterweise diese Identität trägt. Ja. Das ist eine echte Cobra von 1963. Wie krass. Und damit plötzlich 1,2 Millionen Euro wert? Ja. Plus X? Ja, durchaus. Ja. Hier, das war meine Nummer, Sebastian. Sehr gerne. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, mir auch.